Das ist der DWZ Newsroom heute zum Wochenstart am Montag mit Ulrich Behmann. Hallo. Guten Morgen. Es geht um Hasenbeck. Da gab es mal eine alte Schule und die hat in der letzten Zeit ganz schön für Schlagzeilen gesorgt, öfters mal sogar. Das ist richtig. Seit Jahren die Hasenbeck Primary School, das ist eine ehemalige britische Schule und seitdem die verlassen dasteht, hat es da jede Menge Verwüstungen gegeben, mysteriöse Brände, kleine, aber auch ganz große. Und zuletzt hat die Schule für Schlagzeilen gesorgt, weil von dort der Schutt einfach in die Natur gekippt wurde an vielen Stellen in Koppenbrügge. Wir haben darüber berichtet und die Polizei ist überzeugt davon, dass der Schutt von dieser Schule stammt. Und das ist die Frage, unabhängig von diesem Ermittlungsverfahren, was passiert da eigentlich? Ja, es ist ein Gebiet, das so ein bisschen auch vor sich hin vegetiert, aber da soll mal was passieren bald. Ja, das steht schon fest, dass da gebaut werden soll. Und wir wollen heute rausfinden, was soll da gebaut werden? Häuser natürlich, aber sind es Doppelhaushälften, Doppelhäuser oder sind es Einfamilienhäuser, freistehende Häuser, sind es Mehrfamilienhäuser, ist es sozialer Wohnungsbau? Der Sache wollen wir nachgehen und ich werde Gespräche führen mit dem Investor. Also mit dem Mann, der das Gebiet gekauft hat. Das sollen so 16.000, 17.000 Quadratmeter sein, also gar nicht so klein. Und mit dem Immobilienmakler und Projektleiter werde ich auch sprechen. Und dann hoffe ich, dass wir schon mal was vorlegen können, auch mal zeigen können, wie es da aussehen soll. Ja, was passiert im Baugebiet Hasenbeck? Wer wird dort wohnen? Ihr könnt die Geschichte verfolgen heute online über Twitter. Auf dem Twitter-Kanal von Ulrich ist hier eingeblendet. Ansonsten alles auf dwz.de und morgen in der Dienstags-DWZ gibt's mit einem Abo oder direkt am Kiosk. Dankeschön. So ist es. Eine schöne Woche. Ebenso.